Hi Leute, mein Name ist Alan, das ist Infuses for Life und willkommen auf meinem Kanal. Wie unschwer aus der Beschreibung zu erkennen ist, geht es heute um das Thema Rolex und die natürliche Auslese. Was ich genau damit meine, seht ihr gleich. Machen wir uns da wirklich nichts vor? Fangen wir an, nicht zu träumen? Das ist natürlich auch an alle Juweliere da draußen gewidmet. Etwas ist mit Sicherheit im Busch. Was genau meiner Ansicht nach im Busch ist, sage ich euch jetzt. Lasst uns aber vorab ein bisschen ausholen, dass wir letztendlich eine runde Präsentation haben und ein leckeres Sandwich, das ich euch servieren kann. Und sprechen wir mal einfach darüber, was denn jetzt in den letzten Jahren passiert ist. Welche Probleme Rolex irgendwo gehabt hat und welches Resultat, also die logische Schlussfolgerung daraus, auf uns alle warten wird. Rolex hat einiges auf den Weg gebracht. Ne? Wenn wir uns überlegen, was Hans Wilmsdorf da tatsächlich gemacht hat, war ursprünglich irgendwelche Öhrchen, die eigentlich kein Schwein haben wollte, als selbstständiger Handelsvertreter, Klinkenputzer an den Mann zu bringen, wo es natürlich keine Manufakturwerke gab, nur eine kleine, sagen wir es mal so, eine Intervention mit Uhren, Gehäuseherstellern und Uhrwerkleuten, die sie dann irgendwie zusammengepriemelt haben, irgendwo in einem kleinen Kämmerchen. Und dann zu verstehen, dass dieser Mann dann tatsächlich diese Uhren geschafft hat, auch noch zu verkaufen. Ah, nobody knew who this guy was or Rolex in general was. And they even had the, I'm sorry I'm talking English, but it's easier, fluenter. Even had the movements in there. So, was ich genau damit sagen möchte, ist, welche schweren Anfänge wirklich dahinter stecken. Und so wie ich es auch im Vorhinein euch berichtet hatte, was man da wirklich auf den Weg gebracht hat. Und welche Möglichkeit man hat als Menschlein, mit einer extrem starken Willensstärke etwas so zu erreichen. Und da bin ich absolut, also Chapeau, dass ein Mensch so etwas überhaupt hinbekommen hat. Normalerweise schreiben die Leute, ja, innerhalb einer Generation ist was absolut nicht möglich und wie soll sowas funktionieren? Aber Rolex hat das Gegenteil bewiesen und ich habe sogar in meinem Freundes- und Bekanntenkreis Menschen, die in einer Generation richtig viel erreicht haben. Die haben so viel erreicht, dass sie natürlich ihre Enkel und ihre, also alle Nachkommen, die ihr euch vorstellen könnt, in Monaco residieren lassen. Also ist da schon etwas Wahres dran. Zurückzuspulen zum eigentlichen Thema, die natürliche Auslese. Lasst uns das bitte nicht vergessen. Ich mag aber gerne diese Workaround machen, dass ihr einfach das komplette Paket versteht. Und dementsprechend hat sich irgendwann mal Rolex tatsächlich an diesem Markt etabliert. Jeder wollte plötzlich eine haben, also jeder wollte da mitmischen. Juweliere haben gesehen, das geht gut. Und wenn das gut geht, dann möchte man natürlich auch ein bisschen mit dran verdienen. Sprich, die Einkäufer dieser Uhren. Und mit der Zeit hat sich halt eben diese Marke etabliert auf dem kompletten Weltenmarkt. Dann kam etwas absolut Unvorhergesehenes, na, dieses große, das ich jetzt nicht erwähnen darf, sonst wird vielleicht sogar das Video gesperrt und das möchten wir nicht. Und aufgrund dieser wirklich unvorhersehbaren Situation sind Schwierigkeiten gekommen. 6 bis 8 Wochen Stillstand bei Rolex, 6 bis 8 Wochen ging nichts und die Juweliere waren auf dem Trockenen. So, Freunde, 6 bis 8 Wochen. Das heißt, seit da an produziert Rolex wieder. Und wenn wir jetzt mal einfach dies global anschauen,
besteht immer noch die Möglichkeit, dass Rolex, wenn sie wollten, jedem einzelnen Juwelier das, was eigentlich bestellt wird, nicht, natürlich nicht hundertprozentig liefern, aber eine gewisse Menge mehr durchschießen könnten, weil ja eben die Produktion angelaufen ist. 6 bis 8 Wochen Stillstand. Jetzt frage ich euch, diese 6 bis 8 Wochen Stillstand, haben die dazu geführt, dass Rolex jetzt nicht schaffen, mehr mit der Produktion nachzukommen? Nein, haben sie nicht. Aber die Situation hat es dazu geführt. Jeder hat Angst um sein Geld. Jeder große, wirklich riesige Geldhaber ist wirklich so erschreckt von der momentanen Situation, dass er denkt, oh mein Gott, mein Geld wird entwertet. Und natürlich ist es so. Schaut euch einfach mal den Markt an. Alles wird teurer. Falsch. Das Geld ist nämlich weniger wert. Dementsprechend wird alles angepasst. Ne? Das ist der Clou. Und die Investoren denken jetzt, ich brauche Immobilien, ich brauche Autos, teure, ich brauche Uhren, ich brauche diesen, das. Und so fangen sie an, elitär die Preise ganz langsam hochzuschrauben. Warum elitär? Weil es nur für die Elite dann ist, für die Jungs, die wirklich Investoren sind. Die sagen, ja, ich zahle 20.000 für eine Pepsi. Ja, das machen wir jetzt. Ist ja was Elitäres und ein gutes Investment. Das große Problem allerdings ist jetzt dieses Schlamassel, was wir jetzt haben. Wir haben eine Uhr, die um die 8.900 kostet, aber draußen 25, 20 bis 25. Je nach, ich sag mal, es gibt saisonspezifische Fluktuationen im Preis und gegen Winter oder so sind die Uhren ein bisschen günstiger. Frag mich, warum das so ist, aber es ist halt einfach so, die Uhren sind gegen Winter scheinbar irgendwie günstiger. Jedenfalls 20 bis 25 könnt ihr damit rechnen. Nun, was hat jetzt Rolex vor und was hat das jetzt tatsächlich mit der natürlichen Auslese zu tun? Nun ja, ich sag's mal so, das was Rolex jetzt gerade mit den Juwelieren in Compliance, in wirklich, wirklich extremst durchdachten und hochgeheimen Compliance-Verordnungen durchkaut, ist harter Tobak. Ne, ihr wisst ja, ja, du darfst jetzt keine Uhr, also sie schreiben dem Juwelier vor, du darfst jetzt keine Uhr jemandem verkaufen, der außerhalb eines bestimmten Einreisegebiets, also in der Nähe eigentlich von dir, nicht ist. Das ist jetzt so bei Rolex. Und du darfst jetzt auch nicht mehr als 3 Uhren einem einzigen verkaufen, weil ja da immer noch die Gefahr besteht, dass es ja vielleicht irgendein Superinvestor ist, der einfach von sich aus sich überlegt, sag mal, kriegen wir hier jetzt gerade... Die Welt geht unter da hinten. Well, whatever. Du darfst nicht mehr als 3 Uhren verkaufen, weil es könnte ja ein Flipper sein, ne? Ein Investor, der eigentlich wirklich nur an dieses Invest halt denkt und dann denkt, ja, dann machen wir ganz schnell Kohle, ne? Es gibt solche Investoren und solche Investoren, ne? Temporary und long term. Und das will Rolex halt eben nicht und möchte halt tatsächlich, wie ich das schon die ganze Zeit angepriesen habe, diese Patek Philippe Route gehen. Warum sage ich euch das? Schaut mal, in diesem ganzen Video sind immer klitzekleine Goldnuggets versteckt. Deswegen müsst ihr das Video von vorne bis hinten durchschauen, dass ihr wirklich kapiert, was ich euch da wirklich an Treasury verstecke und übermittle. Rolex möchte den Patek Philippe Route, den Pfad laufen. Sie möchten Precious Metal irgendwann mal nur noch anbieten. Warum ist das so? Ganz einfach, es ist jetzt schon abzusehen, dass unter einer Lieferung von 15 Uhren im Jahr 55-60% darunter Precious Metal sind. Das andere ist wirklich jetzt schon, und es wird immer weniger, Juweliere an sich können ja gar nicht sich selber aussuchen, welche Uhren sie überhaupt haben möchten. Sie sagen, hier ist Demand, Rolex macht Supply, aber ob das matcht, ist eine ganz andere Sache. Im Gegenteil, da sitzt einer bei Rolex und macht, so viele Pepsis wurden bestellt, so viele Stahl-Daytonas, nö, das machen wir nicht. Wir machen die Gold-Daytonas, die bestellt wurden. Das machen wir. Ja, wir machen die Lady-Datejust, die bestellt wurden. Das machen wir. Und wir machen sogar die Cellinis, die keine Sau will, die kriegen sie. Und dann müsst ihr euch das vorstellen, wenn das Paket kommt, dann der Juwelier ganz aufgeregt, der Autorisierte und greift da rein, autorisierte Rolex-Fachhändler heißt es ja, ne, in diesem Sinne.
und raspelt das Paket auf und sucht und kramt und kramt und Cellini und Gold und sonst noch was und dann irgendwo ganz down there in the bottom. In the corner on the left side, you see it. A steal! No Date Submariner. That's life. Und das Ding an der ganzen Sache ist, sie können nichts dran ändern. Rolex hat alles im Griff. Man verlangt von ihnen, dass regelmäßige Berichte, aber auch unregelmäßig, wenn Rolex mal Lust hat, werden Berichte gefordert von den eigentlichen Juwelieren, um einfach mal zu sehen, wie der Bestand ist, was verkauft wurde, was nicht verkauft wurde. Und es ist immer vorgegeben, dass ein bestimmter Bestand da ist. Ich glaube, das wird irgendwie gerechnet nach der Größe des Juweliers, die Rolex immer wieder abfragen und auch sehen möchte. Wie die das eigentlich logistisch machen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich haben sie irgendwelche Boxen und irgendwelche, Strichcodes und die werden dann eingescannt und die müssen dann Rolex dargelegt werden. Und Leute, alles im Griff. Sie schauen auch die ganze Zeit, also Rolex, auf eBay oder Chrono24, Chronext und wie sie alle heißen, auch der ganze Graumarkt, glaubt mir, die haben eigene Abteilung, wo der Graumarkt durchgescannt wird, welche Uhren denn am Start sind im Verkauf. Und so viele Leute, die mal gedacht haben, yo, ich mach mal jetzt ganz schnell eine Mark, ne? Einen schnellen Euro, einen schnellen Dollar, einen schnellen Yen, oder die haben, die sitzen jetzt auf der roten Liste und kriegen keine einzige Uhr mehr. Denn Rolex, wirklich Leute, Rolex setzt sich mit den Verkäufern in Kontakt, mit den Grauhändlern beispielsweise, so habe ich das gehört, und verlangt diese ganzen Referenznummern. Und du musst ja natürlich dem potenziellen Käufer dann aushändigen. Und da sehen sie, wow, die wurde vorgestern bei der Juwelierboutique verkauft. Und wieder an den Typ, an dem wir schon 5 Uhren verkauft haben, da passt was nicht. Da ist irgendwas nicht ganz koscher hier. Und dann setzen wir mal einfach den und den Juwelier, wenn das so weitergeht, auf die rote Liste. Was bedeutet das? Rolex verliert mit der Zeit, Achtung, Gold Nugget, bing, 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 bing. Rolex verliert mit der Zeit tatsächlich das Vertrauen an seine Juweliere. Denn wir haben auch schwarze Schafe, die gerne eine Buck mehr machen wollen. Ja. Die wollen halt eben eine Pepsi zum Graumarktpreis verkaufen. Und es gibt halt eben willige Flipper, die sagen, oh, da mache ich halt eben nur noch $200 dran. Aber gar nicht, mach wenigstens $200 dran. Und so setzt sich irgendein schwarzes Schaf, was ja eigentlich in dieser Situation, in der wir uns befinden, gar nicht so, ich weiß nicht, verwerfenswert ist oder so. Oder, weißt du, dass du es ihm ankreiden kannst, weil die Menschen müssen ja überleben. Die Leute wollen Rolex, die Jungs haben Rolex, aber dürfen sie nicht verkaufen, weil ja der Bestand stimmen muss und so weiter und so fort. Ja, und was heißt das eigentlich? Dann verballern ein paar dieser Juweliere hinterrücks halt eben zum Graumarktpreis die Pepsis. Ja, aber Rolex verliert dann langsam die Geduld, das Vertrauen. Und zu was führt das? Sage ich euch, Rolex sagt, ich mach das selber. Ich nehme das selber in die Hand. Ich mach meine eigenen Boutiquen auf. Fuck you all. Seht ihr? Sogar mit Gottes Zustimmung. Hat gerade gedonnert. Ja. Sie versuchen tatsächlich jetzt langsam eigene Boutiquen auf dem Markt zu etablieren. Information aus Singapur. Mhm. Es wird heiß, Leute. Aber die Juweliere, die offiziellen Rolex-Fachhandlungen, die hundertprozentig loyal geblieben sind, haben insofern eine Chance. Ihnen wird nicht natürlich die Lizenz abgenommen, sondern ihnen wird die Möglichkeit gegeben, unter der Fahne von Rolex, Rolex zu verkaufen. Das gestaltet sich vielleicht schwierig, wenn man sich selber etabliert hat als eine bestimmte Marke. Aber Rolex will ja den Juwelieren ja in dem Sinne, den loyalen Juwelieren in dem Sinne, kein Bein stellen. Sondern würde ihnen dann anbieten, ihre eigene Marke natürlich weiterhin zu vollführen, fortzuführen und natürlich auch anzupreisen.
aber mit einem ganz, ganz großen Schild, einer riesigen Werbemaßnahme und einem unglaublich hohen Budget, das sich nicht jeder leisten kann, unter der Fahne von Rolex. Und merkt ihr schon, wir haben jetzt einen kleinen Zusammenhang zur Videobeschreibung, die natürliche Auslese. Denn nur jemand, der einen bestimmten Größenbestand bei sich halten kann, ohne dabei weiterhin Uhren zu verkaufen und die Marke Rolex so repräsentieren kann, dass er trotz Nichtverkaufs immer noch am Leben bleiben kann, wird für Rolex interessant. Zudem musst du natürlich loyal sein, der Marke gegenüber, den Kunden gegenüber. Und wenn diese Faktoren stimmen, ja, dann wird sich wahrscheinlich Rolex mit dir eine Rolex-Boutique aufbauen. Ja, so wird das in ein paar Jahren tatsächlich gehandhabt werden. Und das Thema Rolex wird sehr, 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 sehr elitär werden. Es war es schon immer, Leute. Wer kann sich denn für 9.000 Euro eine Uhr leisten? Nicht jeder. Aber bald wird es noch höher geschraubt. Noch elitärer mit eigenen Boutiquen und das Händlerfachnetz wird ein bisschen eingeschrumpft. Natürlich auch die loyalen Fachhändler, was da in Ordnung ist. Die Juweliere, die sich tagtäglich wirklich den Hintern aufgerissen haben, um diese Marke so gut wie möglich zu repräsentieren. So wird das sein, meine Freunde. Ich hoffe, dieses Video konnte euch tatsächlich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Unglaublich blöderweise hat sich jetzt hier die Stimmung nach draußen ein bisschen verändert, ist ein bisschen dunkler geworden, aber nichtsdestotrotz, das Video wird nicht neu aufgenommen, sondern es wird so belassen, wie es ist, in dieser wirklich jämmerlichen Qualität, aber mit interessanten News. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, haut auf den Like-Button, subscribe und wir sehen uns wie immer beim nächsten Video.